Hallo Leute und heute zeige ich euch, wie man Minecraft die Pocket Edition auf Android gratis runterladen kann. Also man geht in den Play Store. Und man ladet sich wieder Foreshared runter. Das habe ich jetzt schon. Und da muss man sich registrieren, das habe ich auch schon gemacht. Mit einer E-Mail und einem Passwort und dann auf Suche. Minecraft Pocket Edition. Dann geht man halt auf Suchen. Sucht es. Da sind halt jetzt ein paar. Man kann sich jetzt eins davon runterladen. Ich lade mir einfach mal das runter. Das Bild und jetzt ladet es runter. Jetzt muss man halt eine Weile warten. Ich muss es kurz noch runterladen, dann sind wir fertig. Ja, und wenn euch die anderen zwei Videos gefallen, bitte gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Bitte dafür mache ich mehr Videos immer, wie man mehr gratis Spiele runterladen kann. Und auch mehr Programme gratis runterladen kann. Und auch die besten Apps, die ich jetzt derzeit kenne, lade ich auch noch runter. Und ja, gebt ein Like ab. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen. Okay, jetzt hat es gleich runtergeladen. Ihr müsst noch mal warten. Ja, und jetzt hat es 100%. Und dann muss man es mit dem Paket-Installer runterladen nochmal. Und man sieht es hier schon, da. Und jetzt installiert es. Gleich sind wir es fertig, dann können wir es auch gleich sofort starten. Ja, das Installieren dauert halt eine Weile. Geht nicht rasch. Ja, die Minecraft-Liebhaber werden sich sicher runterladen, weil es ist geil auf mein Handy. Es ist extrem geil. Ich habe es mal auch eine Weile gehabt. Es ist geil. Und es ladet. Ja, und da sieht man es. Version 0.5.0 kann man auch online spielen mit dem anderen, dann Create New Creative oder Survival ist eigentlich egal und dann halt einfach Start. Das bauen. Und den Rest wird ihr selber schaffen und ja, und jetzt könnt ihr es euch auch gratis runterladen. Ich habe es mir jetzt gerade runtergeladen. Also es lohnt sich wirklich und ja, ich verabschiede mich jetzt. Tschüss.